Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Annika. Diesen 15-minütigen Flow kannst du entweder direkt morgens nach dem Aufstehen machen, um gut in den Tag zu starten, oder zwischendurch, wenn du einen kurzen Bewegungssnack brauchst. Du benötigst noch nicht mal eine Matte, nur ein paar Minuten Zeit für dich. Wenn du bereit bist, dann lass uns die Schuhe ausziehen und beginnen. Viel Spaß! Stell dich aufrecht hin, die Füße hüftbreit auseinander und schließe die Augen. Atme ein paar Mal tief durch. Mach hier eine kurze Bestandsaufnahme, wie es dir geht, ob du Verspannungen wahrnimmst. Und nimm dir diese nächsten paar Minuten ganz bewusst nur für dich selbst. Lass den Atem ganz tief und voll ein- und ausströmen. Entspanne dein Gesicht, deine Schultern. Mit der nächsten Einatmung lass die Arme langsam über die Seite aufsteigen und lass sie mit der Ausatmung wieder sinken. Atme ein, lass die Arme aufsteigen. Atme aus, lass sie wieder sinken. Atme ein, lass die Arme wieder aufsteigen über die Seite. Streck dich etwas nach oben aus. Und atme aus, lass die Arme sinken und lass den Kopf langsam auf die Brust sinken. Atme ein, lass die Arme wieder aufsteigen. Streck dich nach oben aus. Atme aus, lass die Arme und den Kopf sinken. Beuge die Beine, runde den Rücken etwas. Atme ein, richte dich wieder auf, streck dich nach oben aus. Atme aus, sinke wieder nach unten, kreuze die Arme vor dem Körper. Atme ein, streck dich noch einmal nach oben aus. Atme aus, sinke nach unten, beuge die Beine. Bleib hier und mit der Einatmung tauche nach vorne auf, leg die Hände auf die Oberschenkel, schieb das Brustbein sanft nach vorne. Atme aus, runde den Rücken, zieh den Bauchnabel nach innen, lass deine Beine gebeugt. Atme ein, lass den Bauch sinken, schieb das Brustbein sanft nach vorne. Atme aus, runde den Rücken, zieh den Kopf Richtung Brust. Atme ein, lass den Bauch sinken, schieb das Brustbein nach vorne. Atme aus, runde den Rücken, Katzenbuckel. Atme ein, schieb dich noch einmal nach vorne. Und atme aus, runde den Rücken, roll langsam nach oben zum Stehen. Bring deine Hände jetzt übereinander gelegt über den Kopf, deine Handflächen nach oben ausgerichtet. Stell dir vor, du hast einen Gegenstand auf den Händen, den du balancieren möchtest. Und beginne jetzt mit deinen Armen Achter zu beschreiben, die Handflächen möglichst nach oben ausgerichtet und bring sie dann wieder über den Kopf. Lass sie nach hinten kreisen, zur Seite, zu deinem Körper, weg von deinem Körper und wieder nach oben über den Kopf. Halte deine Körpermitte dabei aktiviert, deine Schulterblätter sinken nach unten. Wir mobilisieren mit dieser Übung die Schultergelenke. Mach die Bewegung so groß, wie es für dich angenehm und möglich ist. Male jetzt noch eine Acht mit deinen Armen. Und dann streck die Arme zur Seite aus. Stell die Füße hüftbreit auseinander und beuge ganz leicht deine Knie. Atme aus, dreh den Oberkörper nach rechts und wickel deine Arme um dich herum. Atme ein, dreh dich wieder nach vorne, Arme zur Seite. Atme aus, dreh dich nach links, wickel die Arme um dich. Öffne die Arme und dreh dich dann nach rechts, die linke Hand an deiner rechten Schulter. Öffne die Arme und bring die rechte Hand an deine linke Schulter. Halte dabei die ganze Zeit die Beine gebeugt. Schraube dich von einer Seite zur anderen und halte dabei die Hüfte nach vorne ausgerichtet. Wir lassen die Übung jetzt langsam dynamischer werden. Steigere das Tempo so weit, wie es für dich angenehm ist. Dreh dich von Seite zu Seite, bleib groß aufgerichtet, halte deine Beine leicht gebeugt. Und wenn du mehr Tempo hast, dann atme auf der einen Seite ein und aus auf der anderen Seite. Dein Oberkörper schraubt sich von Seite zu Seite. Und nimm langsam immer mehr Tempo auf. Lass die Schulterblätter dabei nach unten sinken.
Dein Bauchnabel zieht nach innen Richtung Wirbelsäule. Und dreh dich wie eine Spirale von einer Seite zur anderen. Deine Arme immer um deinen Körper gewickelt. Lass deinen Scheitel nach oben Richtung Decke ziehen. Lass die Bewegung dann langsam ausklingen und streck deine Arme zur Seite aus. Richte die Fußspitzen nach vorne aus, die Füße hüftbreit. Beuge die Knie, lass die Arme sinken. Streck die Beine und roll durch den rechten Fuß bis auf die Spitze. Beug die Beine wieder, setz die Ferse ab und roll den linken Fuß auf die Spitze. Beuge beide Beine, roll auf den rechten Fuß, ohne dass du Gewicht auf den Fuß gibst, beide Fersen zu Boden und roll durch den linken Fuß. Plie beide Fersen zu Boden und komm auf den rechten Fuß. Rolle immer abwechselnd durch den ganzen Fuß bis auf die Fußspitze, aber gib kein Gewicht auf die Fußspitze. Verlagere das Gewicht immer auf den Fuß, der flach am Boden steht. Hebe jetzt beim nächsten Mal deinen rechten Fuß ab. Finde deine Balance und beginne deinen rechten Fuß kreisen zu lassen. Möglichst große Kreise mit deinen Zehen. Setz den Fuß wieder ab, beuge die Beine, verlagere das Gewicht aufs rechte Bein, heb den linken Fuß ab und beginne den Fuß kreisen zu lassen. Setz den Fuß wieder ab, verlagere das Gewicht, hebe dein rechtes Bein angewinkelt ab und beginne deinen Unterschenkel kreisen zu lassen. Deine Fußspitze malt Kreise in die Luft. Setz den Fuß wieder ab und wir wechseln die Seite. Heb dein linkes Bein und beginne Kreise zu malen mit deiner linken Fußspitze. Setz den linken Fuß zurück zu Boden und verlagere das Gewicht wieder aufs linke Bein. Heb das rechte Bein ab und zeichne jetzt Kreise mit deinem rechten Knie. Lass den Oberschenkel im Hüftgelenk rotieren. Such dir vor dir einen Fokuspunkt, einen ruhigen Punkt, den du mit den Augen anvisieren kannst. So ist es leichter, die Balance zu halten. Noch ein letzter Kreis. Setz das rechte Bein dann zurück zu Boden und wechsel noch einmal die Seite. Lass den linken Oberschenkel im Hüftgelenk rotieren. Ein Kreis, dann setz den linken Fuß wieder zurück zu Boden. Beuge beide Beine, streck die Beine und komm auf den Ballen. Plie und streck dich nach oben auf den Ballen. Beugen und strecken, komm auf den Ballen. Beug die Beine, streck die Beine und komm nach oben. Die Arme jedes Mal sinken und streck sie zur Seite wieder aus. Beug die Beine jetzt noch einmal, streck die Beine ohne auf den Ballen zu kommen und lass die Arme sinken. Dann öffne deine Beine weiter als hüftbreit, die Fußspitzen ganz leicht zur Seite ausgedreht. Hab das Gefühl, deine Füße ziehen am Boden aufeinander zu, mach deine Beine stark, beuge das linke Knie, lass dabei die Sitzbeinknochen nach hinten ziehen und streck die Beine wieder. Beuge das rechte Knie, schieb die Sitzbeinknochen nach hinten und streck beide Beine wieder. Wenn du möchtest, dann streck die Arme nach vorne aus. Halte dabei deine Beine, deinen Po und deinen Bauch aktiv. Streck die Beine wieder und sinke auf der anderen Seite nach unten. Halte deine Knie die ganze Zeit über die Fußspitzen ausgerichtet und sinke nur so tief nach unten, dass du kontrolliert und ohne Schwung wieder nach oben kommen kannst. Noch einmal auf jeder Seite. Streck die Beine wieder und sinke noch einmal auf der rechten Seite nach unten. Streck die Beine wieder und dreh deine Fußspitzen etwas mehr zur Seite aus. Beuge beide Beine, sodass deine Fußgelenke unter deinen Knien sind. Die Sitzbeinknochen ziehen jetzt gerade nach unten Richtung Boden. Leg den rechten Unterarm auf den Oberschenkel und lass den linken Arm über den Kopf hinweg nach rechts ziehen. Dehne die linke Flanke und lass den Arm wieder sinken, wechsel die Seite.
Der linke Arm ruht auf deinem Oberschenkel, während der rechte Arm über den Kopf zieht. Leg den rechten Arm auf den Oberschenkel und lass den linken Arm nach rechts ziehen. Deine Oberschenkel sind aktiv, die Knie über die Fußspitzen ausgerichtet und lass noch einmal den rechten Arm nach links ziehen. Lass den Arm wieder sinken und streck langsam die Beine. Sehr gut. Dann schließ die Beine und dreh dich nach links. Mit der Ausatmung tritt mit deinem rechten Fuß nach hinten in den Lunge. Dein linkes Bein beugt sich, dein rechtes Knie ist gestreckt. Mit der Einatmung streck die Arme nach oben aus. Atme aus, tritt nach vorne, lass die Arme sinken. Atme hier ein. Atme aus, tritt mit dem linken Fuß nach hinten, beug das rechte Bein. Atme ein, streck dich nach oben. Atme aus, tritt mit dem linken Fuß wieder nach vorne. Atme hier ein, wir erweitern die Übung. Tritt mit dem rechten Fuß nach hinten, richte dich nach oben auf. Setz deine Finger jetzt links und rechts von deinem Fuß am Boden ab. Mit der Einatmung lass den linken Arm über die Seite aufsteigen. Mit der Ausatmung lass ihn sinken, wechsel die Seite. Lass den rechten Arm aufsteigen, streck dich nach oben. Lass den Arm wieder sinken. Lass beide Arme Richtung Decke aufsteigen. Und tritt mit dem rechten Fuß nach vorne neben dem linken, wechsel die Seite. Tritt mit dem linken Fuß nach hinten in den Lunge. Streck dich nach oben aus. Lass die Hände zu Boden sinken. Streck den rechten Arm über die Seite nach oben. Lass den Arm sinken. Der linke Arm steigt auf. Lass den Arm sinken. Beide Arme nach oben. Tritt mit dem linken Fuß nach vorne. Noch eine Runde hiervon. Tritt mit dem rechten Fuß nach hinten. Lass die Arme aufsteigen, mach dich groß. Lass die Hände zu Boden sinken. Lass den linken Arm aufsteigen, die Hüfte bleibt nach vorne ausgerichtet. Lass den Arm wieder sinken. Der rechte Arm steigt auf. Lass den Arm sinken. Beide Arme nach oben. Und tritt mit dem rechten Fuß nach vorne. Einmal noch auf der anderen Seite. Tritt mit dem linken Fuß nach hinten. Streck die Arme nach oben aus, mach dich groß. Beide Hände zu Boden. Streck den rechten Arm nach oben. Lass den Arm sinken. Der linke Arm steigt über die Seite auf. Lass den Arm wieder sinken. Beide Arme steigen auf. Und tritt mit dem linken Fuß nach vorne. Bleib hier jetzt aufrecht stehen. Streck jetzt deinen linken Arm nach oben aus. Aktiviere deine Körpermitte. Bring deinen rechten Fuß zur rechten Hand und zieh ihn vorsichtig Richtung Hüfte heran. Wechsel die Seite, setz den Fuß zurück zu Boden, streck den rechten Arm nach oben und umfasse mit der linken Hand deinen linken Fuß. Lass Arm und Bein wieder sinken und wir wiederholen das noch einmal auf jeder Seite. Umfasse den rechten Fuß, dehne deinen rechten Oberschenkel, lass den Fuß wieder sinken und fasse noch einmal deinen linken Fuß. Zieh den Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule, bleib aufrecht. Lass den Fuß wieder sinken. Und dreh dich dann Richtung Bildschirm. Stell deine Füße hüftbreit auseinander und beuge etwas die Beine. Deine Fersen bleiben am Boden. Jetzt beginne vorsichtig auf und ab zu schütteln. Die Bewegung kommt aus den Knien. Halte deine Fersen am Boden. Lass deine Schultern ganz locker. Wenn du möchtest, dann schüttel deine Handgelenke vorsichtig aus. Wenn du möchtest, dann lass den Kopf leicht hin und her schwingen. Schüttel den ganzen Körper vorsichtig durch und aktiviere ihn. Mach das Ganze so, wie es sich für dich gut anfühlt. Wenn du möchtest, dann halte deine Augen geschlossen dabei. Lass die Bewegung dann kleiner werden. Komm langsam zur Ruhe. Streck die Beine. Spür kurz in dich hinein, wie du dich jetzt fühlst nach dieser Einheit, wie dein Körper sich jetzt anfühlt. Nimm hier noch ein paar tiefe Atemzüge. Ich wünsche dir, dass du voller Energie und Freude in den Alltag gehen kannst. Atme noch einmal tief ein, lass die Arme über die Seite aufsteigen. Und atme aus, bring die Hände vors Herz. Dann sind wir hier im Ende angelangt.
Vielen Dank, dass ich dich durch diesen Flow begleiten durfte. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Tschüss.